Es gibt ein neues Firmware-Update für das DJI Mic und in diesem Video zeige ich dir, wie du das Firmware darauf bekommst und was die Firmware für Veränderungen bzw. für Verbesserungen mitbringt für das DJI-Mikrofon. Zuerst einmal müssen wir uns hier zwei Dateien von der DJI-Webseite herunterladen. Den Link zu dieser Download-Seite packe ich dir in die Beschreibung des Videos. Wir speichern uns die Datei. Wir haben hier einmal für den Receiver, also für den Empfänger und für den Transmitter unterschiedliche Dateien. Die sind vom 4.1.23, das heißt, die sind wirklich sehr, sehr frisch und neu. Hier haben wir noch eine Textdatei, in der drin steht, wie man das Ganze updatet. Gut, fangen wir das als erstes mit dem Receiver, also mit dem Empfänger an. Man soll ihn eben einschalten und mit dem beigelegten USB-C-Kabel mit dem Rechner verbinden. Dabei ist es egal, ob das ein Windows- oder ein Mac-Rechner ist. Wir haben hier jetzt das DJI Mic als Laufwerk verbunden und wir haben gerade eine Datei heruntergeladen. Die heißt RX. Die brauchen wir. Das ist die Datei vom Empfänger. Und die TX ist die Datei vom Sender. Und die RX schmeißen wir jetzt einfach in das Root-Verzeichnis vom DJI Mic. Root bedeutet immer die oberste Ebene ohne Unterverzeichnisse. Jetzt hat es da drauf kopiert und sobald man den jetzt hier abzieht, soll ein Update stattfinden. Steht, wird aktualisiert. So, und das Update wird gerade durchgeführt, sobald man den Stecker eben vom Computer abgezogen hat. Das gleiche. Wir lassen jetzt mal durchlaufen. Das gleiche machen wir jetzt mit den beiden Sendern auch. Wir stecken die eben auch an den Rechner. Du siehst, der hat jetzt hier wieder neu gestartet und ist wieder da. Das heißt, der hat jetzt schon die passende Firmware. Gucken wir das mal eben an. Das kann man sich da auch ansehen. Version 2007287. Ich hoffe, das kann man gleich hier erkennen. Das heißt, der Empfänger hat schon mal die richtige. Dann machen wir das gleiche nochmal mit dem Sender. Und hier kannst du sehen, was das mit Root bedeutet. Hier haben wir ein Verzeichnis bereits, weil ich schon damit Aufnahmen gemacht habe. Das Verzeichnis brauchen wir nicht. Hier habe ich den Sender und schiebe das eben in das Hauptverzeichnis. Und wenn das Ganze dann fertig ist, ziehe ich auch den einfach ab. Was passiert jetzt? Jetzt blinkt er ein bisschen rot. Wieder grün. Jetzt passiert da halt was. Ne? Jetzt ist er hier weg. Ich sehe es auch auf dem Empfänger nicht mehr. Jetzt hat er gebrummt, ist wieder da, ist eingeschaltet und ist wieder vorhanden. Das heißt, auch der hat sich problemlos abgedatet. Jetzt machen wir mit dem nächsten weiter. Der wurde wieder als Laufwerk erkannt und wir schieben hier wieder die TX rein. Abziehen. Jetzt startet er wieder neu. Blinkt ein bisschen. Hat sich gerade wieder zurückverbunden. Ist also nicht mehr verbunden. Jetzt hat er sich wieder neu gestartet und
beide sind wieder da. Das heißt, auch dieses Update ist sauber durchgegangen. Was sich im Prinzip hier geändert hat, steht hier sehr kurz zusammengefasst. Das sind nämlich drei Dinge, die sich geändert haben. Hauptsächlich ist das, was geändert wurde, die zweite Option hier. Die besagt, dass die LEDs, die hier immer so extrem am Leuchten waren, jetzt komplett abgeschaltet werden können. Du kannst also hier in dem Setting der Sendereinstellung, dort gehen wir auf LED-Helligkeit und hier können wir wählen High, Low, was schon ziemlich dunkel ist, und komplett off. Ich finde Low ganz gut, so dass man hier wenigstens noch eine kleine Rückmeldung bekommt, was der Status ist. Du kannst hier unter Rec dann noch festlegen, ob die Rec-Stopp-Sperre eingeschaltet ist. Wenn diese eingeschaltet ist, dann kann der Nutzer, der gerade den Ton vom Transmitter her überträgt, hier auf der Rec-Taste die Aufnahme nicht mehr beenden. Er kann sie starten, aber nicht mehr beenden. Egal, ob er lange drauf drückt oder kurz. Das kannst du dann nur noch aus deinem Empfänger per Fern oder aus der Ferne beenden. Das heißt, du kannst kein unabsichtiges Beenden der internen Aufnahme mehr irgendwie zufällig erzeugen. Ja, und das ist auch schon der Hauptgrund für dieses Update. Alles andere sind so ein paar Bugfixes, die dieses Gerät gehabt hat. Ja, ob noch andere Änderungen hier stattgefunden haben und vielleicht die Audioqualität verbessert wurde, beispielsweise was das Rauschverhalten angeht, oder ob andere qualitative Dinge wie die Übertragung und Empfindlichkeit gegenüber anderer Handystrahlung zum Beispiel verbessert wurde. Das werden wir noch sehen. Du hast ja selbst gerade gesehen, dass ich das Mikrofon selber gerade erst abgedatet habe. Sprich, ich habe noch keine Langzeiterfahrung mit diesem Update. Aber ich werde hier definitiv noch ein Video nachschieben, um zu zeigen, wie das Mikrofon sich nach einer Weile verhält und was hier definitiv noch zusätzlich besser geworden ist. Laut DJI sind hier ja nur drei Verbesserungen stattgefunden. Eine habe ich ja vorhin schon erwähnt und die zweite ist nicht zu vernachlässigen, falls sie denn irgendwann mal tatsächlich aufgetreten ist. Mir ist sie bisher nicht passiert, aber wenn nach einer Weile einer längeren Aufnahme die Aufnahme auf dem Sender plötzlich weg ist, also diese Backup-Aufnahme, die direkt auf dem Sender aufgenommen wird, dann ist es natürlich richtig Käse und gut, dass das jetzt behoben worden ist. Das war wahrscheinlich, wenn die Datei eine Grenze überstiegen hat von 4 oder 2 GB. Da, wie gesagt, weiß ich nicht, ob das häufig passiert ist, weil mir das bisher nie passiert ist. Wenn ich dir mit diesem Video geholfen habe, dann freue ich mich über ein Thumb up, ein Like oder sogar ein Abo, so dass du keine solcher Videos mehr verpasst. Und ansonsten spreche ich auch über sehr interessante technische Dinge auf meinem Kanal. Schau doch mal vorbei und schau dir noch ein anderes Video von mir an. Ich blende dir hier mal eins ein, was für dich interessant sein könnte. Ansonsten sehen wir uns gerne im nächsten Video. Ciao, tschüss.